Sie sind hier, 10. Oktober 2018, 17.32 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Thibaut Pinot hat Mailand Turin gewonnen. Urheberrecht Getty Images. Thibaut Pinot profitiert von einem Sturz in der Spitzengruppe und reitet kurz vor dem Ziel die entscheidende Attacke bei Mailand Turin. Der französische Radprofi Thibaut Pinot hat das traditionsreiche Eintagesrennen Mailand-Turin für sich entschieden. Der 28-Jährige vom Team Groupama FDJ gewann das älteste Radrennen der Welt mit 10 Sekunden Vorsprung vor dem Kolumbianer Miguel Ángel López Astana und Straßenweltmeister Alejandro Valverde, Movistar, 0:28 Uhr, aus Spanien. Der Ravensburger Emanuel Buchmann, Bora Hansgrohe, stieg ebenso wie Lennart Kemner, Wedel, Team Sunweb, vorzeitig aus. Pinot hatte sich etwa einen Kilometer vor dem Ziel am Schlussanstieg abgesetzt, nachdem López und David Gaudu, Groupama FDJ, die beide Teil der Führungsgruppe waren, stürzten. López konnte schnell weiterfahren und Valverde überholen, die Lücke zu Pinot war jedoch bereits zu groß. Von Sportinformationsdienst.